Für uns ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir den ganzen Menschen wahrnehmen. Rein nach dem benediktinischen Grundsatz, für uns sind die Schüler wirklich alle Geschöpfe Gottes. So, unser Schulmotto heißt ja Schule für Kopf, Hand und Herz. Und uns ist ganz wichtig, dass wirklich diese drei Elemente bei unserer Ausbildung vorkommen. Das heißt also eine gute fundierte Grundausbildung. Es ist für uns wichtig aber auch, dass die Hand dabei ist, dass man seine Talente in vielerlei Hinsicht erfahren kann, und vor allem das Herz ist für uns das oberste Gebot, dass man seine Entscheidungen nach dem Herzen trifft. Wofür sich die Schule für mich besonders auszeichnet, ist eben, dass man wirklich als Schüler wahrgenommen wird und ein sehr gutes Verhältnis zwischen jedem Schüler und jedem Lehrer besteht. Und auch die Persönlichkeitsbildung wird hier sehr stark gefördert. Vor 3 Jahren haben wir uns dann gedacht, wie können wir unsere Schule dann in das 21. Jahrhundert bringen? Und da haben wir das versucht, ein bisschen über globales Lernen, was unser Schwerpunkt ist, und die Nachhaltigkeit zu sehen. Da haben wir neue Bereiche geschaffen, das Netzwerk Körper, Netzwerk Kunst, Hashtag Respect, Werkstattluft, Sprachenraum, sind alles autonome Gegenstände, die wir geschaffen haben, wo wir versuchen, es projektorientiert zu unterrichten. Ganz wichtig für uns ist auch der Sprachenraum bereits in der Unterstufe. Wir versuchen, unsere Gegenstände, die wir in der Schule eben lehren, das ist Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Latein, alle diese Sprachen versuchen wir bereits in der Unterstufe kennenzulernen. Und die Schüler können sich dann aussuchen, welche Sprache sie dann in der Oberstufe vertiefend wählen wollen. Man freut sich schon immer in die Schule, wenn man reinkommt, weil man fühlt sich da wohl. Und die Stunden vergehen eigentlich, weil man freut sich schon früh auf jedes Fach. Das Essen ist immer gut da und auch die Lernzeit. Man kann sich wirklich für einen Test vorbereiten und man muss dann daheim selten noch was machen. Es gibt unverbindliche Übungen und die sind wirklich total gut, weil es gibt, glaube ich, keinen, der sich für nichts angemeldet hat. Und es ist für jeden Geschmack was dabei. Im Netzwerk Körper, da versuchen wir ein bisschen die naturwissenschaftlichen Fächer hineinzubringen, so dass man wirklich analytisch den eigenen Körper kennenlernt, im Tun, sprich im Sportbereich, aber auch analysieren, sprich wie funktioniert der Stoffwechsel, wie funktioniert der Muskelaufbau, welche Dinge muss ich über den anatomischen Aufbau des Körpers wissen, damit ich ihn richtig trainiere. Und im Netzwerk Kunst ist das genau der Gegenpart, wo ich versuche, dann meine Gefühle, meine Fantasien, meine musischen, literarischen Talente einfließen lassen, und das für wieder zusammengefasst für Musik, BE und Werken und so weiter, wo ich einfach die Kreativität fester fördere. Ich wünsche mir für diese Schule, dass sie treu unseren Grundsätzen für die Bildung des ganzheitlichen Menschen immer wieder ein Leuchtturm ist.